Hallihallo, liebe Abonnenten aus dem wunderschönen Alanya. Guckt euch mal das Wetter hier an. Wahnsinnig schön. Leider noch nicht ganz so warm, wie ich es gerne hätte. Ich hätte gerne mal so 7 Grad mehr, dann wäre es gut, weil ich muss noch einen leichten Pulli hier draußen tragen. Und aber der Frühling geht los. Heute geht es mal um ein Investmentthema. Ich habe mich mit mehreren Leuten die letzten Tage unterhalten. Und sowas wie Aktien, Immobilien, Gold oder Bitcoin. Ja, so kann man es nennen. Und was ist die beste Anlageklasse? Und was lohnt sich am meisten? Und was ist die beste Idee? Ja, für alle, die uns vielleicht noch nicht kennen, wir wohnen hier in der Türkei, sind aber in Deutschland gemeldet, haben auch deutsche Firmen, haben hier in der Türkei Wohnungen. In Deutschland haben wir keine Wohnungen mehr. Wir hatten mal ein Haus in Deutschland, das war natürlich ganz groß und es war nur eine Immobilie. Jetzt haben wir hier mehrere Immobilien, das sind alles Wohnungen. Die können wir also quasi auch halten, vermieten, verkaufen, haben mehr kleine Stücke. Ne? Ich habe auch mit meiner einen Firma Aktien, genau, mit meiner einen Holding habe ich Aktien gekauft. Ich habe auch privat ein paar Aktien, ein paar ETFs. Ich habe auch ein Schließfach, da liegt noch ein bisschen Edelmetalle drin für den Notfall, falls hier alles im Bach runtergeht. Und ich habe vor kurzem auch wieder ein bisschen Bitcoin gekauft, nur ganz wenig. Nur 0,14 Bitcoin oder sowas. Und der ist jetzt auch ganz schön im Wert gestiegen. Ja? Und ich hatte ja mal Kryptowährungen vor längerer Zeit. Unter anderem habe ich mit den Erlösen daraus dann die Wohnung hier mitgekauft. Ja? Ich habe natürlich auch nicht nur Gold, ich habe auch ein bisschen Silber. Und ja, und was ist jetzt die beste Lösung, um halt sich ein bisschen abzusichern oder halt auch dann zu investieren für die Zukunft? Und das ist alles. Das ist alles. Es gibt dieses alte System, das nennt sich das Freispeichensystem. Dazu gehört, die eine Speiche sind Immobilien, die andere Speiche sind Aktien und Bargeld sozusagen. Und die andere ist Gold oder Edelmetalle. Ja? Das ist ganz, ganz alt, Jahrtausende, Jahre. Und man muss immer mal wieder umschichten. Ja? Mal gehen die Immobilienpreise hoch. Wenn jetzt die Immobilienpreise zum Beispiel hier tierisch hochgehen würden, dann würden wir hier wahrscheinlich 1-2 Wohnungen mal verkaufen und würden das Geld dann umschichten in vielleicht Edelmetalle, je nachdem, ob die runtergegangen sind, oder in Aktien, oder würden das in Cash halten, um dann, wenn die Preise wieder fallen, dann doch mal zuzuschlagen oder sowas. Ja? So müsste man das machen. Also jede Speiche ist so ein bisschen getrennt voneinander. Meistens korrelieren die nicht so. Also die Immobilienpreise und Gold hängen nicht so zusammen. Aktien und Aktien und Immobilien sind dann doch manchmal dann doch ein bisschen verbunden. Was es halt mittlerweile auch gibt, ist halt Bitcoin oder Kryptowährungen. Das gab es ja damals noch nicht. Und das kann man tatsächlich fast getrennt von allen anderen Sachen nehmen. Ja. Gold steigt ja momentan auch ein bisschen wieder. Ja. Bitcoin geht ganz schön hoch, geht schön wieder ab, wird aber auch wieder zwischendrin irgendwie wieder fallen und so. Ja, ist halt so eine Sache. Ne. Und nur auf ein Pferd zu setzen, ist eine Gefahr. Ja. Auch auf nur ein Land zu setzen, ist durchaus eine Gefahr. Also wenn man alles nur in der Türkei hätte, wäre es doof. Aber wenn man jetzt, wir haben jetzt Türkei und Deutschland, haben die Firmen in Deutschland, haben die Aktiendepots in Deutschland, haben die Immobilien aber komplett hier in der Türkei. Genau. Also haben wir zwei Länder mit zwei Risiken aufgeteilt. In Deutschland haben wir ein paar Bankkonten, hier in der Türkei haben wir ein paar Bankkonten, um das dann auch verschiedene Banken aufzuteilen, wobei wir jetzt nicht so viel Cash halten momentan. Es wird nämlich gerade ein bisschen eng, weil unsere neue Wohnung, wir haben ja noch eine neue Wohnung im Bau in Oppa, die wird bald fertig und da müssen wir jetzt auch noch die Restzahlung bald machen, da gibt es bald den Grundbuchtermin und dann haben wir gar nicht mehr so viel Cash auf irgendeinem Konto, wo man sagen könnte, oh, wenn die Banken pleite gehen, da ist nicht mehr viel. Da muss man halt hoffen, dass jetzt hier auch gut geschäftlich weiterläuft. Genau, und notfalls muss man dann halt mal irgendwie eine Wohnung verkaufen oder so. Wobei das natürlich dann auch eine Gefahr ist. So schnell kriegt man Wohnungen nicht los. Ich habe hier Bekannte, die haben hier versucht, jetzt schon fast ein Jahr eine Wohnung zu verkaufen. Und der Markt ist gerade nicht da. Ja. Man muss halt auch dann mal warten können. Ne? Also es gibt ja hier so eine Spekulationsfrist in der Türkei, die ist so 5 Jahre. Nach 5 Jahren ist eine Wohnung, also quasi kannst du ohne Steuern wieder
abstoßen, soviel ich das weiß. Ja, habe ich ja noch nicht gemacht. Und das kann sich auch noch mal ändern. Aber das ist auch so ein Zeitraum, den man mindestens mal haben sollte. Ja? Wenn man eine Immobilie kauft, im Ausland oder auch in Deutschland, sollte man halt sagen, okay, in Deutschland sind es ja, glaube ich, 10 Jahre, ne? Dass man dann sagt, hier, das muss ich halt aushalten. Ja? Wie mit Aktien ja im Endeffekt auch. Aktien steigen. Meine Aktien, die ich jetzt vom halben Jahr größtenteils gekauft habe, die sind jetzt ganz schön im Wert gestiegen. Teilweise 20% sogar, ja, im Durchschnitt 20%, ja, das kommt hin. Das ist ganz schön viel. Und da müsste man vielleicht sogar mal sagen, ja, stößt mal ein paar ab oder so. Will ich aber nicht. Das ist ein Teil meiner Rentenlösung auch. Und es kann aber auch sein, dass das jetzt wieder runtergeht und sogar vielleicht unter das fällt, was ich mal ausgegeben habe. Aber da muss man halt warten, ja. Wenn ich jetzt hier von Rente rede, ich werde jetzt dieses Jahr 50. Und wann kann ich kein Geld mehr mit YouTube und mit meinem Wissen verdienen? Das ist vielleicht noch so 10, 15 Jahre, dann wird es enger. Ne? Sagen wir mal 10 Jahre, also würde ich 10 Jahre auf jeden Fall diese Aktien halten wollen und muss natürlich dann irgendwie kurz bevor diese 10 Jahre oder bevor ich das Geld brauche, müsste ich dann halt sagen, huh, jetzt muss ich mal umschichten. Ach, hier habe ich noch einen Pinsel hingelegt zum Trocknen. Ist der denn jetzt trocken? Ja, der ist trocken. Gut, dass ich ihn gesehen habe. Ja, da müsste man halt dann früh genug raus aus den Aktien auch, um dann halt auf das Geld auch zugreifen zu können. Genauso wie mit Wohnungen. Wenn die Preise jetzt steigen, muss man halt gucken, dass man ein bisschen umschichtet, dass man halt nicht so ein Klumpenrisiko hat. Ja, richtig befreit von irgendeinem Klumpenrisiko ist man eigentlich nie, außer man hat gar nichts. Es ist halt so, also es hängt halt alles zusammen. Aber ich kann nur empfehlen, allen Leuten, die jetzt nur in Deutschland bisher was haben, ja, auch mal ein bisschen sich im Ausland umzugucken. Ja. Es gibt da so viele Länder, so viele Möglichkeiten, auch was im Ausland zu investieren. Heutzutage mit Internet und dem deutschen Reisepass ist alles kein Problem. Ihr könnt euch auf Zypern, Südzypern, in Spanien, in der Türkei, in Dubai, könnt ihr euch Immobilien kaufen und euch einfach ein Stück Sicherheit im Ausland sichern. Ja. Und wenn ihr was habt, wo ihr auch jederzeit hin könnt, wenn ihr zum Beispiel hier eine schöne Wohnung habt, ja, und habt das als Sicherung, dass man sagt, hey, ich kann hier jederzeit her, ich kann mindestens 3 Monate, oder ich kann bis zu 3 Monate am Stück hier bleiben, müsste dann erstmal wieder raus, ja, außer man hat eine Aufenthaltsgenehmigung, dann kann man halt länger da bleiben, man kann ja auch mal in ein anderes Land gehen, als in eine Ferienwohnung, oder hat noch eine Wohnung woanders, also das wäre auch noch eine Möglichkeit, ja. Und wir haben halt hier die Möglichkeit, hier länger bleiben zu können, weil wir haben die Aufenthaltsgenehmigung. Und wenn man halt mehr Geld hat, dann kann man in einem der freien Gebiete, hier in Alanya zum Beispiel, eine Wohnung kaufen, wo 200.000 Dollar im Grundbuch stehen. Und dann kann man da auch seine Aufenthaltsgenehmigung beantragen und das immer wieder verlängern. So kann man dann halt wirklich dauerhaft auch hier bleiben. Und im Fall einer großen Krise ist das halt Gold wert, dass man sagen kann, ich kann hier jederzeit rein, weil ich hier so eine Art Personalausweis habe, die mich berechtigt, die ganze Zeit hier zu bleiben. Mit dieser Aufenthaltsgenehmigung, ICAMET genannt, kann man auch Telefonverträge abschließen, kann online bestellen, kann Konten eröffnen, kann ein Auto zulassen und so weiter und so fort. Also es ist wie eine Bürgernummer hat man dann hier, aber halt mit einem speziellen Vorwahl. Die Bürgernummern fangen hier alle mit einer 9 an und dann weiß man halt auch, ja, okay, das ist dann jemand, der halt eine Aufenthaltsgenehmigung hat. Und hier bei uns, hier in diesem Ort Alanya, wo ich wohne, da sind ganz, ganz, ganz viele tausend Leute, die hier dauerhaft wohnen und eine Aufenthaltsgenehmigung haben. Aber es wird immer schwieriger, eine zu bekommen, weil halt immer mehr Leute herkommen. Überall prieselt's. In der großen C-Zeit fing das hier an, dass immer mehr Leute hergekommen sind. Dann kam der Ukraine-Krieg, dann kam jetzt noch die Sache mit Gaza und Israel. Dann brodelt es nochmal hier und da und dort. Und die Leute gehen halt dahin, wo es schön ist und wo die Preise nicht so hoch sind. Und deswegen ist das hier so beliebt. Und kann nur an alle appellieren, die sich irgendwie mit dem Gedanken spielen, das vielleicht irgendwann mal machen zu wollen, macht so schnell es geht. Es wird sicherlich nicht leichter werden, es hinzukriegen. Macht sichert euch den Platz sozusagen. Die Wohnung hier haben wir damals spontan im April 2021, vor knapp 3 Jahren, also nächsten Monat sind es 3 Jahre,
haben wir die uns hier gekauft. Und das ist hier Gold wert, das Investment, weil diese Wohnung ist unsere Icarbet-Wohnung. Ja, hier sind wir gemeldet, hier wohnen wir. Die ist riesengroß, die ist über 200 Quadratmeter groß. Ja, so eine Art Penthouse. Ja, und wir können hier richtig schön runtergucken und haben hier Platz. Ich habe hier mein Büro drin. Und das ist unser Hafen, unser Zuhause, unser neues. Ja. Und dadurch, dass wir das haben, können wir unsere Aufenthaltsgenehmigung halt immer verlängern. Wenn ihr jetzt hier in Oppa oder in irgendeinem anderen Gebiet was kauft, wo 200.000 im Grundbuch stehen, kriegt ihr das auch. Dann kriegt ihr auch Icarbet, ja. Und dann könnt ihr es auch immer verlängern. Und wenn es dann nochmal härter wird oder anders wird, euch kann das dann keiner mehr nehmen, weil das nennt man so Bestandsschutz, ja. Wenn ihr das mal habt, könnt ihr das alles verlängern. Hier im Haus sind ganz viele Leute bei uns hier, die hier wohnen, die deutlich weniger Mittel haben als wir, aber die trotzdem hier gut bleiben können, weil die halt diesen Bestandsschutz haben. Die verlängern halt immer alle 2 Jahre ihre Aufenthaltsgenehmigung. Ja. Es sind auch Kinder hier drin, die in die Schule hier gehen, teilweise auch auf die staatliche Schule und so. Sehr, sehr interessant. Ne. Alle möglichen Nationen leben hier und kommen auch ganz gut miteinander klar. Ja. Und hier sind bald Kommunalwagen, hier fahren überall diese Kleintransporter rum oder größeren. Und sind am Werbung machen für die entsprechenden Leute im Kommunalbereich und in die Bürgermeisterwahl ist auch. Und ja, das wird bestimmt auch sehr interessant werden. Ja. Gut, es wird jetzt ein bisschen windig. Unsere Palme bewegt sich. Und ich sende euch schöne Grüße aus dem tollen Alanya. Und ja, wenn ihr mal Geld investiert, investiert es möglichst breit. Ich mache das ja auch schon ein paar Jahre. Ich habe das aber viele Jahre überhaupt nicht gewusst, wie es geht. Und durch YouTube habe ich alles gelernt. Ne? Ohne YouTube. Ich habe ohne YouTube schon mal viel Geld verloren. Da muss ich auch mal ein Video machen. Mach ich mal den Text, ne? Wie der neue Markt mich mein ganzes Ersparnis gekostet hat. Bis bald.